Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich glaube! Dann ist die 9. Armee verloren. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit welchen Kräften, mein Führer? In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ausgedrückt! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Mit welchen Kräften, mein Führer? Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann ist die 9. Armee verloren. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Führer. Nach Westen, Richtung Elbe. Entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert.